Hallo und einen schönen guten Tag, hier spricht Ute. Heute möchte ich euch mal dieses Sockenmuster vorstellen. Ihr seht, ich habe so einen kleinen Puppensocken gemacht oder einen Babysocken, könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. Und möchte euch heute zeigen, wie man das strickt. Ja, kann man schön erkennen hier, die linken Maschen, rechten Maschen, Lochmuster und hier wird es verkreuzt. Und so wird der ganze kleine Socken dann gestrickt. Und ich zeige euch jetzt, wie wir dieses Muster stricken. So, wir fangen jetzt an zu stricken. Ihr habt euer Bündchen gestrickt. Und jetzt fange ich die erste Reihe an, die ihr auch strickt. Ihr folgt mir jetzt. So, wir stricken jetzt als erstes zwei Maschen links. Zwei linke stricken wir jetzt. Ja, zwei linke. So, zwei linke Maschen habt ihr gestrickt, dann stricken wir, genau, eine Masche rechts, ja, dann nehmen wir einen Umschlag, also die Nadel nehmen, hier drunter legen und einen Umschlag. Jetzt zwei Maschen rechts zusammenstricken, so. Abheben, eine Masche links, ja, jetzt eine Masche abheben, eine stricken und die abgehobene da drüber heben, so, einen Umschlag, eine Masche rechts, also Umschlag, eine Masche rechts, zwei Maschen links, so. Und darüber stricken wir jetzt eine rechte Reihe, bis wir wieder hier vorne angekommen sind bei unserem Muster. Ja, einmal ganz rum stricken rechts, über dieses Muster auch rechte Maschen stricken. Achso. So, jetzt fangen wir an, zwei Maschen links stricken wieder. Wieder eine Masche rechts stricken. Einen Umschlag. Wieder diese zwei zusammen und das wiederholen wir jetzt nochmal. So, und in der Mitte die Masche links stricken, bis wir das nachher verkreuzen können. So, und dann auch hier wieder eine abheben, eine Masche stricken, die Masche drüber ziehen, einen Umschlag, eine rechte Masche und wieder zwei linke. Und so sieht das jetzt auch bei euch aus. Ja, so. Seht ihr? Und jetzt stricken wir wieder eine Reihe rechter Maschen oder linker Masche, wie sie erscheinen, darüber. Und dann fangen wir mit dem Verkreuzen an. Wenn ich sage, eine Reihe rechter Maschen darüber, dann, wie ich jetzt eben schon sagte, die Maschen natürlich dann so stricken, wie sie erscheinen. Wenn ich linke Maschen habe, mache ich linke Maschen. Und wenn ich rechte habe, rechte. Und wenn ich einen Umschlag habe, den stricke ich dann rechts. So. Hier müssen wir jetzt auch drüber stricken. Linke Maschen. Ja. Links. Und jetzt eins. Jetzt ist hier, seht ihr, der Umschlag. Zwei. Drei. Eine linke. Eins. Hier ist der Umschlag. Zwei, drei und zwei linke. So. Und gleich kommen wir, wenn wir wieder angekommen sind an unserem Muster, verkreuzen wir das Ganze. Und ihr könnt das Muster dann so hoch stricken, wie ihr möchtet. Ihr könnt 6, 7 Reihen mal dieses Muster machen. Oder so wie ich, habe es jetzt hier. Ihr könnt hier an den Löchern schön zählen. 1, 2, 3, 4, 5 mal hochgestrickt. Und jetzt verzopfe ich das.
Ihr müsst nicht verzopfen, wenn ihr sagt, das ist mir zu schwierig, dann könnt ihr es auch sein lassen und sagt, ich stricke das einfach nur so nach oben, dieses Muster. So, jetzt stricken wir zwei Maschen links. Ja. So, und dann gehen wir her, nehmen uns eine Zusatznadel. Ich nehme jetzt mal diese hier, damit ihr es besser sehen könnt. Und jetzt nehmen wir 1, 2, 3 Maschen nehmen wir jetzt hier runter und legen diese 3 Maschen hinter der Nadel. So, mal dahinter legen. So, die lasst ihr jetzt einfach so liegen, dahinter. Und dann strickt ihr diese Maschen, die jetzt davor liegen. Die habt ihr ja dahinter gelegt, seht ihr? Und die nehmen wir jetzt so. Hier stricken wir die eine Masche links. Ja, hier. Nein, bestimmt nicht. Wir stricken die jetzt rechts. So rum, weil das Ganze sich ja jetzt verschiebt. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt stricken wir. Jetzt haben wir diese 4 gestrickt. Und diese 2 linken, die wir hier haben, die lassen wir erstmal links liegen. Jetzt stricken wir diese Maschen, die wir hier hinter hatten, auf dieser Nadel, die stricken wir jetzt. Ja? 1, 2, 3. Ja, ihr habt rechts gesehen. Wir haben hier einmal 4 gestrickt und einmal 3. Das ist richtig, nicht, dass ihr denkt, ihr habt euch vertan. Passt, ja? Als erstes haben wir 3 auf der Nadel gehabt und dann 4. So, und jetzt stricken wir wieder hier unsere 2 linken Maschen. So. Und so sieht es jetzt auch bei euch aus. Bitte. Und jetzt stricken wir wieder rum. Einmal. Ich habe extra diese Farbe genommen, weil ich gesehen habe, bei dem Weißen sieht man es gar nicht so dolle, wie was gestrickt wird oder wie das Muster nachher aussieht. Es geht so ein bisschen verloren in dem Weißen, eigentlich schade. So, jetzt stricken wir wieder 2 linke. Genau eine rechte. Okay. Dann wieder ein Umschlag. 2 Maschen rechts zusammenstricken. So. Da durchziehen. Abheben. Eine Masche links. Eine abheben. Eine stricken. Und die abgehobene über die gestrickte Masche ziehen. So. Hier so da durchziehen, dann wieder ein Umschlag, wieder eine rechte Masche und wieder 2 linke, und so sind wir wieder bei unserem Standardmuster. Seht ihr, jetzt habt ihr das Ganze nur hier verzopft, und jetzt können wir wieder rumstricken und wieder nach oben stricken, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, bevor wir verzopft haben. So, seht ihr. Etwas. Wenn irgendwas unklar ist, meldet euch. Gibt vielleicht auch Tage, wo ich nicht so gut erkläre. Oder für mich, ich meine, das wäre gut. Und andere sagen, boah, versteht kein Mensch. Ja, da muss man halt nochmal. So, ich erkläre das ganze Muster nochmal. Das strickt ihr. Das ist dann eigentlich dieses Muster dann, was ihr nach oben strickt, bis ihr verzopft. Zum Mitschreiben. 2 Maschen links. Ihr könnt auch 4, 5, 6 Maschen links stricken, wie es euch auch gefällt. Ja, 1. Ich habe jetzt bei dem kleinen Zopf nur 2 linke genommen. Zum Mitschreiben 2 linke Maschen, eine rechte Masche, einen Umschlag, 2 Maschen rechts zusammenstricken, eine linke. Eine Masche abheben, eine Masche stricken, so, und die abgehobene da drüber, so, und dann eine rechte und wieder 2 linke. So,
und darüber wieder eine Reihe stricken. Stellt euch vor, die Reihe, die wir da drüber stricken, wäre eure linke Seite. Hier kann man es vielleicht besser verinnerlichen, weil wir haben ja, wenn wir normal stricken, immer eine rechte und eine linke Seite. Und wenn wir da drüber stricken, hier jetzt, wäre das unsere linke Seite, wo wir denn kein Muster machen. So. Jetzt kommen wir wieder an unser Muster an. Mustersatz hat 11 Maschen, hatte ich jetzt eben schon mal gesagt. 1, 2 und dann jetzt hier eine rechte. 1, 2, 3, eine linke. 1, 2, 3 und 2 linke. So. Und dann wieder hier drüber strecken. Einmal wieder rund strecken. So, und das ist euer ganzes Muster. So. Wie es denn gestrickt wird. So. So sieht es dann aus, wenn ihr es fertig habt. Seht ihr? Ich habe hier unten schon mal verzopft. Nach 3-4 Reihen. Ich habe hier 2 Löcher gemacht und habe dann verzopft. Und bin dann nach oben gegangen und habe es denn hier jetzt auch verzopft hier. Ihr müsst nicht verzopfen, wenn einer sagt, das ist mir noch zu schwierig, das kann ich noch nicht. Dann strickt ihr halt nur dieses Muster nach oben, so wie es euch gefällt. Ja, so sieht es dann aus. Okay, sollten dazu noch Fragen sein, sprecht mich an. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei diesem kleinen Video. Und wie gesagt, bleibt gesund, damit ihr noch viele nette Videos von mir euch anschauen könnt oder nachstricken könnt, wie ihr möchtet. Und wie gesagt, wir hören uns. Und natürlich freue ich mich über jeden neuen Abonnenten. Eure Ute.